So, ich habe mir mal wieder gedacht, ich könnte mal ein Video machen und schauen, ob ich mal wieder ein paar Rust-Skins verkaufen oder kaufen kann. Und jetzt bin ich gerade dabei und gucke, inwiefern die Preise gefallen oder gesunken sind, gefallen oder gestiegen sind, natürlich. Ist ja klar. Dann sind wir hier wieder bei meinen ganzen Sachen, die ich eigentlich nicht verkaufen will. Gut, das ist 7 Cent die Hose, finde ich geilerweise Camus, aber 7 Cent halt brauche ich nicht verkaufen. Der wird auch immer höher, der steht jetzt schon bei 3,53 €. Das ist natürlich nice. Jetzt vor ein paar Tagen stand er noch bei irgendwas um die 3 €. Aber den habe ich jetzt, wie wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, den habe ich jetzt auch schon bestimmt 1,5 Jahre oder so und den gebe ich auch nicht ab. Und die Apocalypse Vest, die behalte ich auch. Und den behalte ich. Den habe ich wirklich für 60 Cent oder 70 Cent gekauft. Aber behalte ich einfach alles. Das Ding ist Schrott, die Dings. Die 2,45 € steht der Hammer. Der stand, glaube ich, auch schon mal ein bisschen besser. Aber den behalte ich auch, weil ich diesen Brain Eater Hammer ganz cool finde. 2,38 €. Die Tür habe ich beim letzten, vorletzten Halloween gekauft, glaube ich. Okay, die ist wirklich gut im Preis, aber ist auch meine halt. Behalte ich. 3,56 € ist auch gut. Der ist immer so zwischen 3 € und 4 € handelt, wird der gehandelt. Behalte ich auch die Wedding Machine. Oh, Alter, ich habe 1,30 € für das Ding ausgegeben und die wird immer höher und höher. Hätte ich die bloß mal gekauft. Öfter gekauft. Ah, 3,65 €. Wo steht der? Der stand letztes Mal bei irgendwas um die 4 €. Ja, steht immer noch um die 4 €. Ist ein bisschen gesunken, aber den muss ich leider behalten, weil der cool ist. 1,49 € nichts Besonderes. 1,39 €. Die Tür war ein Fehlkauf. Die Tür war ein Fehlkauf. Das Ding ist auch wieder gesunken um 15 Cent oder so. Nicht jetzt, danke. 1,80 € stand auch schon bei über 2 € behalte ich aber das Garagentor, weil ich es ziemlich cool finde. Wow, 3,01 €. Alter, die Pickaxe, die ist so derbst gestiegen, das ist unheimlich. Die habe ich für irgendwas um die 1 € rund gekauft. Wow. Ja, hier haben wir wieder so eine Tür, die in Reinfall ist. 1,35 €. Da würde ich mal minus fahren, behalte ich aber einfach scheißegal. 1,64 €, die steigt so lahm. Die ist auch ein Reinfall. Die Box steht auch noch bei 1,64 €, stand letztens bei 1,65 €, nichts Besonderes. Da würde ich minus fahren, aber die behalte ich auch, die Hangartür. Die behalte ich sowieso, die Box, weil. Ne, die kleine Box behalte ich, das ist Octo-Furnace, 1,32 €, auch so eine echt, ist ja unheimlich. Die Preise, ja, da sind die, ja, ist jetzt wieder ein bisschen, jetzt steigt sie langsam aber sicher an. Was haben wir hier? Wow. Oh, Alter, scheiße. Verdammt, wollte ich sagen. Die habe ich für 90 Cent gekauft. Die steht jetzt schon bei 2,27 €. Wieso ist denn der Preis so derbs hoch für das Ding? Das ist, finde ich jetzt mal ein bisschen nice. Weil wenn man sowas für 90 Cent kauft, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil normalerweise gehen diese Masken gehen nie sonderlich gut. Das ist gut, Alter. Den werde ich natürlich auch für 2,27 € verkaufen. Warum auch nicht? Ja, muss ich noch bestätigen mit dem Handy. Ich weiß, machen wir dann bei Zeiten. 1,07 €. Das ist jetzt so ein richtiger Grottenfurnace. Da habe ich mir echt so ein Ei ins Nest gelegt. 1,30 €. Ich dachte, Mann, Furnace geht eigentlich immer, aber der will nicht so ganz. 1,80 €, die behalte ich auch. Ja, wie Sie sehen könnt, die Preise der Bloody Hoodie zum Beispiel, 80 Cent. Das ist okay, weil ich habe nur 14 bezahlt, wenn ich mich nicht irre. Aber ich behalte ihn, weil ich diese blutigen Camo-Dinger so ziemlich geil finde. Ja, war jetzt nicht so der mega, nicht so die mega Geschäfte gemacht. 1,47 € sind auch ein Reinfall. 1,64 €, was ist denn das eigentlich? Eine Sheet Metal Door.
ich die verkaufen würde, würde ich, glaube ich, auf plus minus null rauskommen, oder? Uhuhu, 13 Cent Gewinn gemacht. Dann verkaufen wir die doch einfach mal. Was soll denn das? Weil die geht irgendwie eh nicht hoch. Und wenn doch super langsam, 85 Cent, die Bloody Boots. Oh mein Gott, alles, was so blutig ist, geht. 1,22 €, ja. Nee, verkaufe ich nicht. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr könnt ja mal wieder auf meinem Kanal vorbeigucken, wenn ihr Bock habt. Ich habe auch ein paar Gameplays drin, Unboxings und irgendwas über Messer. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, bis denn, dann, tschu.